Sachen, Alter. Ich fahre hier gerade, jetzt kommt der eine, Alter, fährt an den vorbei auf an der Seite und knallt den voll den Spiegel weg, Alter. Hamburg ist die beste Stadt der Welt. Moin, moin, meine Lieben und liebe Grüße aus Hamburg. Heute wollte ich euch ein bisschen was erzählen von meinem Ford Fiesta EcoBoost. EcoBoost, warum? Steht für Dreizylinder Turbo aufgeladen. Und ich muss euch echt sagen, für einen Dreizylinder läuft er richtig gut mit seinem Turbo. Das heißt, er hat irgendwas mit 100, 109 PS. Die kleine Ausführung Automatik, aber mit Sport. Das heißt Tiptronic, wie beim BMW mit Unterschalten und Hochschalten. Komplett geil, macht echt Spaß. Er liegt derbe gut auf der Straße. Fährt schön sportlich, hat eine richtig schön sportliche Front und ich muss das Video gerade nochmal neu anfangen, weil ich gerade nicht so gemerkt habe, dass die Bullen hinter mir gefahren sind oder die liebe Polizei und dann auch so rechts neben mir gefahren ist und ich dann mal kurz ein bisschen unterbrechen musste. Aber das kommt vor. Was hat der Wagen für eine Ausstattung? Airbags sollte heutzutage Standard sein. ESP sollte heutzutage Standard sein. Was hat er noch? ESP, ABS und hier dieses Anti-Schlupf, bla bla bla. Hat er? Dann hat er Wagen, Sitzheizung vorne. Sehr, sehr geil. Was hat er noch? Klimaautomatik hat er. Er hat die Möglichkeit, in den Seitentüren zwei große 1,5 Liter Flaschen zu verstauen. Becherhalter hat er, das heißt, man kann auch Becher in die Mittelkonsole stellen. Dann, was sehr geil ist, er hat Spiegel, die elektrisch einfahren. Das heißt, sobald man das Auto ausmacht, besser gesagt aussteigt und abschließt, fahren die Spiegel. Ist das nicht sexy? Rein und winken dir nochmal. Finde ich sehr sexy, finde ich sehr, sehr geil. Was hat er noch? Er hat, dass man im Winter nicht mehr kratzen muss. Jeder, der sich auf den Winter freut, weiß, was ich meine. Es ist übelst ätzend, wenn du dir im Winter morgens direkt erstmal kalte Finger holst, dir die abfrierst, weil die Scheiben vereist sind. Das ist bei dem Auto geil, du drückst auf den Knopf und der ganze Scheiß läuft runter, wie ihr das eigentlich so, sonst so von hinten kennt. Bloß, dass er das halt vorne und hinten macht. Total geil. Was kann ich noch zu dem Auto erzählen? Genau, er hat dieses Sims, glaube ich, ist es einfach nur. Das heißt, du sagst dem Auto, was du möchtest, sagst USB, alles abspielen und dann macht er das. Ich kann es euch mal vorführen kurz, du drückst auf den Knopf. USB, ein Kommando bitte. Alles abspielen. Alles abspielen. So. Und dann spielt das all deine Musik zum Beispiel ab. Oder ruft deine Freundin, dein Freund oder dein wen auch immer an. Sehr geil. Jetzt spielt er alles ab. Ja, das kann er alles. Was kann er denn noch? Was hat er noch? Genau, Sitzheizung habe ich schon erzählt. Hat er. Ja, elektrische Fensterheber hat er. Hat er noch mehr? Ja, der Rest fällt mir jetzt eigentlich gerade gar nicht ein. Aber ich glaube, er hat noch ein bisschen was. Wenn es mir gleich noch einfällt, erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was darüber. Ich würde sagen, wir suchen uns ein ruhiges Plätzchen und dann zeige ich euch gleich noch mal von innen und von außen, wie er aussieht. Gut, ich muss jetzt mal wieder aussaugen und hier einmal mit einem Mikrofasertuch drüber gehen. Ich habe das Auto jetzt auch schon ein bisschen benutzt. Ihr kennt das ja, ihr wisst ja, wie das ist. Bin Raucher und auch Dampfer. Da kommen mal so der ein oder andere Krümel zusammen, aber es ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand. Es nützt halt nichts. Ach genau, was habe ich denn an den Wagen schon verändert? Ich habe die Scheiben foliert und zwar richtig geil. Ich glaube, hinten sieht man das so ein bisschen. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich habe die Scheiben foliert. 95% gerade noch so, dass es zugelassen ist mit ABE, weil mein Voriger hatte immer keine ABE und ich habe jedes Mal Probleme gekriegt beim TÜV. Ist jetzt kein Grund, den TÜV nicht zu kriegen, aber er bemängelt das halt. Ja, soll er bemängeln, was er bemängeln will. Solange man die Plakette kriegt, ist ja alles gut, kann er ja bemängeln. Ne? Hat mich auch nicht weiter gestört. Ich habe ihn jedes Mal wieder vorgeführt, jedes Jahr.
besser gesagt alle 2 Jahre. Und er hat dann gesagt, oh, aber mit der Scheibe, der Scheibenfolie, das geht gar nicht. Ich sage, letztes Jahr haben sie nichts gesagt. Da hat er immer schon gegrinst. War leider immer derselbe TÜV-Prüfer. Aber naja, so ist das manchmal. Solange er uns die Plakette gibt, die wir wollen, ist ja alles gut. Aber dieses Mal wollte ich das gerne ein bisschen anders haben, weil die letzte Folie, die war wirklich schon ganz schön dunkel. Also ich würde sagen, wir suchen uns gleich auf dem Rückweg mal einen schönen, gemütlichen Platz und dann seht ihr den mal einmal von innen und seht ihn einmal von außen. Ich würde sagen, bis gleich dann, meine Freunde, und Peace, euer das Monkey SE. Pow! Naja, so sieht er auf jeden Fall von innen aus. Elektrische Fensterheber. Sitzheizung. Dass man im Sommer einen schönen warmen Arsch kriegt. Hier ist diese Sense 3 Geschichte. Dann hat er hier seinen kleinen Bordcomputer. Kann man sich so ein paar Daten anzeigen lassen. Ich weiß, ich muss mal wieder tanken. Ja, hätte ich auch selber gewusst. Braucht ihr mir nicht schreiben. Nee, Spaß. Ja, hier kann man sich noch eine schöne Flasche reinstellen, so in der Seite. Oder da auch noch so. Ja, das ist das gute Stück. Hinten habe ich mir die Scheiben schön foliert. Links, rechts und ganz hinten. Ja, mehr kann ich darüber gar nicht so viel erzählen. Also, vom Meister habe ich ja schon erzählt. Dann würde ich sagen, zeige ich euch den gleich nochmal von außen. Und dann habt ihr alles gesehen, was ihr sehen wollt. Bis gleich, meine Freunde. Und Peace. Bau, 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 bau. Meine Freunde, das ist das gute Stück. Das sind die Felgen. Scheiben schön foliert. Geile Lichter. Ich möchte natürlich nicht unbedingt, dass ihr das Nummernschild seht. Verzeiht's mir. Ich habe auch keinen Bock, das jetzt abzukleben. Ich bin natürlich auch ein Scheißverkäufer, was ich nämlich direkt vergessen habe. Dass der Wagen vorne und hinten Einparkhilfe hat. Weiter runter kann ich jetzt leider nicht gehen. Dann seht ihr das Nummernschild. Ja, das ist das gute Stück. Da seht ihr das mal. So. Naja, ein paar Kleinigkeiten hätte ich gerne noch gemacht. Vielleicht andere Felgen. Bisschen tiefer wäre geil. Ein bisschen hoch, ne? Obwohl es geht eigentlich. Er ist nicht so hoch. Andere Felgen vielleicht noch mal. Ein bisschen tiefer und eine geile Folie wäre geil oder zumindest so ein bisschen abgesetzt, ne? So, ich würde sagen, wir sehen uns später. Bis dann, meine Freunde, und vergesst nicht, Tuning is ever. Yeah.